Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum, zurück zu Decree of the Scree Kidnapped Keen. Und ja, wir haben immer noch dieses wunderbare, wunderschöne Level vor uns. Und ja, ich habe es letztes Mal nicht geschafft, aber das wird sich hier und heute ändern. Dieses Video wird wahrscheinlich nicht so lang werden wie das letzte, aber ja, ich habe leider Gottes ein Versprechen gebrochen und das versuche ich jetzt wieder gut zu machen, indem wir dieses Level nun beenden. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, oder in dem Fall in meiner Macht, um dieses Level endlich beenden zu können. Es ist eine wahre, schauderliche Kreatur von einem Level. Ja, ich muss dieses Level leider, wie könnte man sagen, antagonisieren. Ich glaube, es ist kein glückliches Wort, aber das hält mich nicht davon ab, es trotzdem so zu benennen. Aber ja, wie man merkt, mache ich aktuell ein bisschen mehr im englischen Bereich, also im englischsprachigen. Das liegt ein bisschen daran, dass ich sehr, sehr viele, zumindest englischsprachige Zuschauer habe, die, naja, sagen wir mal, so wie ich ein wenig oder ein wenig mehr Englisch können. Das wird jetzt nicht sich großartig auf die ganzen Projekte auswirken, weil das werde ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann mal in einem anderen Video sagen oder halt auch ich sage mal so, ich werde es auch falls sich Leute fragen, hey, warum ist das nicht in Englisch oder so, werde ich das auch erklären, dass diese Projekte halt ein bisschen zu schwierig sind, um sie, sagen wir mal, in englischer Sprache aufzunehmen, weil beispielsweise bei diesem Mod ist der Schwierigkeitsgrad einfach zu groß, dass ich jetzt mal so locker flockig einfach das in englischer Sprache machen kann. Und da hätte ich fast schon wieder den Fehler gemacht. Das liegt aber auch daran, ich habe das natürlich jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt. Ah, das muss man einfach so sagen. So. Das muss ich machen, weil ansonsten gibt es keinen Weg, wie ich das hier überleben kann, werde. Ah, ihr wisst, was ich meine, weil die mich ansonsten in den Tod schieben werden. So, wir sind wieder hier. Nein, nein, nein. Ja. Okay, es wird auf jeden Fall wohl nicht First Try sein in dieser Aufnahme, aber da müssen wir jetzt mit leben. Ich muss mich ja auch erst wieder ein bisschen einspielen und ja, ich habe es ein bisschen verkackt, drüber zu springen. Ich hasse es, wenn die das machen. Das ist, ja, ich meine, ich verändere ein wenig meine Position. Mir ist das natürlich auch bewusst, aber das ändert nichts daran, dass es nervig ist, wenn die diesen Fake-Sprung nach unten machen. Aber gut, wir werden das Level hier und heute schaffen. Ihr glaubt nicht daran. Das kann ich euch nicht einmal übel nehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir großartig noch ein anderes Level spielen. Ich glaube, das trifft nur zu, wenn wir das wirklich in den nächsten 6, 7 Minuten geschafft bekommen. Dann würde ich sagen, gibt es noch ein Level. Ansonsten würde ich es tatsächlich einfach dabei belassen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Obwohl, gemein trifft es nicht wirklich. Irgendwie, es hat beim letzten Mal besser geklappt, hier dieser Sprung. Aber um fair zu sein, den Sprung habe ich beim letzten Mal auch so oft performen dürfen.
Meine Güte. Man muss aber auch fairerweise sagen, dieser Sprung ist schwierig. Ich weiß, ich werde jetzt schon wieder lauter. Es liegt aber nur daran, das hat gerade gar nichts mit dem Level zu tun. Ich bin einfach nur sauer auf mich selbst, weil ich das nicht hinkriege. Das hat wirklich in dem Fall nichts mit dem Level zu tun. Man hat einfach so selbst an sich so, naja, sagen wir mal so, diese Vorstellung, dass man das halt, ich kann bei diesen Geräuschen nicht klar denken. Man hat halt einfach diesen eigenen Anspruch, das irgendwie gut hinzubekommen. Und ja, dieses Mal muss ich irgendwie ein bisschen mehr nach den Typen hier gucken, dass ich nicht zu nah an denen dran stehe. So. Ich musste jetzt den da irgendwie erwischen, ne? Oh, ich weiß leider auch nicht mehr, wie ich es beim letzten Mal gelöst habe. Ich glaube, das war so. Das war jetzt einfach nur ein bisschen unglücklich. So wie das ganze Level. Es kann auch sein, dass ich durch einen Anruf oder so unterbrochen werde, weil ich erwarte zwei Anrufe. Nur hatte ich jetzt keine Lust gehabt, irgendwie noch 50 Jahre zu warten. Da hat er mich fast reingebaitet, der Kerl. Dieser blöde Affe. Punkte nehmen wir natürlich wie immer mit. Das liegt einfach daran, ich möchte so wenig wie möglich laden. Und wir arbeiten natürlich an den absurdesten Rekord überhaupt. Da haben wir schon wieder ein Leben bekommen. Wunderbar. So, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, wie ich das eben gemacht habe, so gedacht war, mal abgesehen von dem Part, wo ich einfach nur lächerlich gestorben bin. Aber naja, wir werden es herausfinden. Ich darf nur diesen Teil nicht vergessen. Und dann darf ich auch natürlich nicht vergessen, dass ich, wenn ich, die Keycard habe, genau. Jetzt ist das Wort irgendwie nicht eingefallen. Dass ich erstmal zurück muss, was ich beim letzten Mal ja vergessen habe. Und der einzige Grund war, weswegen ich schlussendlich am Ende doch gestorben bin. Das ist, so, hier rüber. Relativ weit nach vorne. Ich muss das halt einfach gut timen. So. Nicht wieder nach rechts gehen, auch wenn die extrem lauten Geräusche einen dazu verleiten könnten, dies zu tun. Das tun wir natürlich nicht. Wir müssen erstmal nach oben, ne? Müssen da erstmal nach oben. Das habe ich natürlich jetzt richtig geschickt gelöst, weil ich nach unten gesprungen bin. Aber hey, wir können immer diesen Sprung üben, der nur notwendig ist, weil sich jemand gedacht hat, hey, so einen Sprung einzubauen ist doch einfach eine dufte Sache. Ist es natürlich nicht, das wissen wir alle. So, wunderbar. Jetzt müssen wir den Sprung halt ein drittes Mal performen. Man könnte auch unten lang gehen, aber ich möchte das jetzt nicht riskieren, an den Garg zu sterben. Ja, ich weiß, das mit Sprüngen lief beim letzten Mal besser. So, wir haben es aber bei Weitem noch nicht geschafft. Wir haben jetzt einfach nur die Keycards bekommen. Und jetzt beginnt eigentlich der eigentliche Spaß. Hier vorbeikommen. So. Wir dürfen nicht zu nah ran.
Und jetzt heißt es, wieder diesen Mist machen. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? 191. Das darf ich mir nicht zu oft erlauben. Ich krieg die. Wo sind die? Wo sind die? Hier hoch. Ja, komm. Okay. Okay. Ich muss gerade ein bisschen durchatmen. Weil der Sound immer noch nervig ist. Ist das das Ende? Ah, das ist das Ende. Das ist das Ende. Oh mein Gott, das ist das Ende. Es ist das Ende von diesem Level. Oh mein Gott, diese Stille. Diese Stille, diese behinderten Mist-Eiskanonen nicht hören zu müssen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich darüber glücklich sein soll, dass ich einen Mist geschafft habe oder ich weiß nicht. Ach du heilige Mutter Gottes, was war das eigentlich für ein Level? So, zwei Level haben wir noch. Je nachdem, wie lang das Level dauert, kommt jetzt das Ende oder nicht? Of course. Okay, of course. Okay. Kann ich hier drauf stehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich kann generell nicht da drauf stehen. Habe ich herausgefunden. So, ich glaube, ich brauche die Munition. Aha. Ich muss da runter. Ich muss da also runter. Finden wir das toll? Oh nein, das ist gut. Ich bin gerade wirklich den dümmsten Tod aller Zeiten gestorben. Halten wir es einfach mal fest, dass das mitunter der dümmste Tod war, den man sich vorstellen kann. Okay. Wir warten einen Moment. Ich glaube, that's the key to this level. Einfach nur warten. Wir haben immer noch genug Leben. Ah. Ich weiß, es ist wieder eins dieser optionalen Level. Jetzt muss ich ein ganz kurz bisschen aufpassen. Bringt das Ding die um oder bringt das die nicht um? Ich glaube, es bringt die nicht um. Machen wir Geronimo Röder-like oder so? Ich weiß es nicht. Was ist das schon wieder für ein Level? Warum sind 90% dieser Level eigentlich so ein absurder Mumpitz? Hä? Warum? Wow. Wie viele sind da? Ja, komm, fall. Ja, so weit wollte ich eigentlich gar nicht runterfallen. Okay, ich habe einen anderen Plan. Ich habe einen anderen Plan. Nein. Yes.
So viel zum Plan. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Was war nur falsch mit dir, Selig? Was? Was hast du dir bei diesen Mumpels gedacht? Oh mein Gott, ich muss 50 Milliarden Gegner in dieses Level packen. Nee, mein Freund, musst du nicht. Niemand hat dich je gezwungen. Ja. Wenn das wenigstens etwas niedriger wäre, das Rote, dann könnte ich wenigstens auf die Idioten schießen, aber das kann ich ja gar nicht. Weil von dem Roten aus. Mann, ich komme gar nicht mal auf das. Ich komme gar nicht mehr, gar nicht mal in das rote Ding rein. Spam die Scheiße raus. Spring einfach in die Luft und. Tu mir den Gefallen, spring ein bisschen. Bäume. Einfach nur Bäume. Komm, schieß doch mal ein bisschen. Ja, genau. Einfach draufhalten. Wir warten, bis wirklich alle da weg sind und dann machen wir was. Jetzt auf einmal schießt du häufiger, jetzt wo niemand mehr da ist. Nein, 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 nein. Nein. Ach nö. 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 Warum schillen denn da hinten noch 50.000 davon? Hätte es nicht die Hälfte getan oder so? Nee, es müssen unbedingt 2 Millionen. Dieser Mod regt mich einfach. Nee, sorry, dieser Mod regt mich einfach nur auf. Ich weiß zwischenzeitlich auch gar nicht mehr, warum ich den spiele, ganz ehrlich. Weil es schreibt so gut wie niemand irgendwas dazu. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie die wenigsten Leute interessiert das überhaupt. Und ehrlich gesagt, ich könnte es niemandem verübeln, der sagt, ich finde das nicht unterhaltsam. Also wirklich, könnte jeden verstehen, der da sagt, ja, tut mir leid, das ist halt einfach nicht unterhaltsam. Das Einzige, was du hier tust, ist dich halt entsprechend aufzuregen. Kann verstehen, dass man dann sagt, ja, finde ich jetzt nicht so interessant. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich denken, oh mein Gott, das finde ich super, mega, super interessant. Aber eigentlich kann ich mir das nicht mal vorstellen. Naja, noch 200 Schuss. Also. Ja, gut, wir sind oft genug in diesem. Oh nee, 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 nee. Was mache ich da? Ich bin aus Versehen mit dem Pogo gesprungen, weil ich ja einfach die ganze Zeit unterstehe. Das ist nicht Keen. Das ist kein Keen-Spiel mehr. Das ist so, als ob ich versuchen würde, aus, keine Ahnung, Tetris irgendwie eine Wirtschaftssimulation zu machen. Klingt absurd, genauso absurd ist es, aus Keen einen Shooter zu machen. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz warten. Ist da sonst noch was? Nein. Wieso kann ich den nicht umbringen? Meine Güte. Also dieses Level. Das Level war. Es war auch schon wieder. Das ist auch nicht kreativ oder so. Ich meine, das ist jetzt das 100. Mal, dass das Spiel sich in dem Bezug irgendwie wiederholt. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt das letzte Level. Und erstmal versuchen, irgendwelche Informationen hier zu bekommen. Da muss ich bestimmt. Muss ich da durchlaufen, oder?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach nicht. Okay. Wir bekommen etwas Lore. Okay. Nein. Also nein. Obwohl, das kommt mir jetzt nicht unbedingt ungelegen. Natürlich ist da noch so ein Heslon. Natürlich. Ich will einfach nur, dass dieses Level endet. Wir haben 2 Keycards. Na komm. Na komm. Ah, gut, dass das Level-Design auch so grandios ist. Ja, meine Katze will gerade auch raus. Ich weiß halt nicht, wann der irgendwie mal hochspringt. Der springt irgendwie nur alle Schaltjahre mal hoch genug. Irgendwie. Hä? 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 Was ist. Warum stirbt er nicht? Warum stirbt er nicht? Wieso stirbt er nicht? Wieso stirbt er nicht? Okay. Ich lasse mal eben meine Katze raus und dann versuche ich herauszufinden, warum der nicht stirbt. So, mir kam der Gedanke, also eigentlich eben schon, das kann das Äquivalent zum wortigen Commander sein. Das heißt, der dufte Knabe könnte einfach ganz, ganz gemütlich 5 Milliarden Schuss fressen. Wow, ich habe einfach mal so eine Trap überlebt, indem ich, naja, nichts getan habe eigentlich. Natürlich ist eine Keycard. Natürlich ist da eine Keycard. Und natürlich sind da 50.000 Garks. Na komm schon. Hä? Wie viele Garks sind dort? Keine Ahnung, wie viele Garks da sind. Auf jeden Fall, ich sehe gerade da kein Opening. Ah, cool, da sind 2 von diesen Idioten. Und vor allem, das sind nur Punkte, das sind nur Punkte. Ach ja, meine Güte, warum muss man diese Eiskanonen so oft benutzen? Im Endeffekt ist das Ding ganz gut, was das Töten von Gegnern betrifft. Oh nee, wirklich einen Pixel zu weit links. Diese Level sind nicht schwer, diese Level sind einfach nur bescheuert. Du hast die Möglichkeit gehabt, dich zu entscheiden und du hast dich falsch entschieden.
So einfach ist manchmal das Leben. I'm dead. Wie ich gesagt habe, ich habe nur überraschenderweise den ersten Sprung überlebt. Kommt vor. Ich habe allein schon keinen Bock, dieses Level zu spielen, weil diese Eiskanonen einfach nur super nervig sind. Glücklicherweise ist das alles überhaupt nicht nervig. Ich habe zu spät reagiert. Ja, meine Güte. Kill die Gargs. Vielen Dank. Ja, okay, das war jetzt ehrlich gesagt meine Schuld. Warum sind alle Level so nervtötend? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, was hat sich Selig bei diesem Mod gedacht. Ich kann mich nicht mal weit genug entfernen, ohne diese Scheiße hören zu müssen. Und hier muss ich immer warten, weil hier komme ich nicht durch. Zumindest sehe ich keine Möglichkeit, wie man da durchkommen will. Soll man wahrscheinlich auch gar nicht, was soll einfach wahrscheinlich darunter. Beten wir mal. Wie auch immer. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Mod. Weißt du, du schaffst einfach ein Level irgendwann mal, weil du genug Trial and Error ausprobiert hast. Und Keen war nie Trial and Error. Ja, es gab immer mal Passagen, die blöd waren. Es gab immer mal Gegner, die vom Trial and Error Prinzip irgendwo zu sehr da reingepasst haben. Aber Keen war nie nur Trial and Error, was man hier halt hat. Und hier sind die ganzen Passagen einfach, nein, einfach so auch viel zu glücksabhängig. Weißt du, du hast es ja nicht mal unter Kontrolle, wann diese Heslons schießen, oder wo sich die Garg ganz genau befinden. Und das ist einfach, es ist so ein ätzendes Level. Es ist einfach nur ätzend. Ich habe auch keine Ahnung, wie das hier ganz genau funktionieren soll, weil dieser Typ, der stirbt ja nicht. Er stirbt ja nicht. Egal wie oft ich auf den schieße, er stirbt ja nicht. Jetzt verzieh dich mal. Ich möchte da mit einem Impossible drüber springen. Oh Gott, jetzt chillen die beiden Idioten da in der Ecke oder was? Ich habe noch ein einziges Leben. Eins. Warum hängt der jetzt da? Nein. Nein, nein, nein. Komm her, du Vollidiot. Warum drehst du...